Grüßt euch und herzlich willkommen hier bei eurem Ultimate aus einem weiteren Pack Opening hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist es amtlich, das Team of the Season Bundesliga ist endlich draußen. Wie ihr seht, Bernd Leno, es ist Sokratis, es ist Alaba, Toprak, Kroos, Philipp Lahm, Vollander, Robben, Mandzukic, Lewandowski und Reus. Außerdem auf der Auswechselbank Fährmann, Rodriguez, Hahn mit einem richtig schlechten Pace-Upgrade. Allgemein, die Werte sind richtig, richtig schwach. Rafael, Meier, Roberto Firmino und Trimic. Ja, wir wollen heute ein paar Packs ziehen. Wie ihr seht, wir haben insgesamt knapp 120.000 Münzen noch zur Verfügung. Es liegt einfach daran, dass ich erstens für Messi seine Episode eingekauft habe. Des Weiteren habe ich mir noch einen kleinen Schmacker hier mir gegönnt. Den werdet ihr aber erst später sehen in weiteren Folgen von Messi. Und wir fangen jetzt einfach an. Ich fange jetzt hier an. Wir haben, ja, wir ziehen auf jeden Fall 7.500er jetzt. Und hoffen natürlich auf was Gutes. So ein Team of the Season wäre natürlich richtig, richtig geil. Aber naja, wir öffnen jetzt erstmal das erste Pack. El Shaarawy ist hier drauf und wir gucken mal rein. Und es ist nur Scheiße drinne. Oh, hör mir auf, ey. Hört mir doch auf. Nur Rotz. Absolute Vollkatastrophe, ja. Kann man nicht anders sagen. Wir haben noch einen seltenen. Ja, den können wir eigentlich alles abstoßen. Den hauen wir jetzt hier meinetwegen noch auf die Transferliste. Aber das bringt auch nichts weiter. Zack, weg geht das Ding hier. Egal, weiter geht's. Wir sind enthusiastisch. Pack Nummer 2. 120.000 Münzen. Mal gucken, ob wir hier alles verziehen oder auch nicht. Mal schauen. Falcao hat uns ja am Anfang schon Glück gebracht bei FIFA 14. Bringt uns jetzt Glück. Wir gucken mal rein. Zack, nein. Smalling, fick dich. EA, Mann, du, ey. Wieder nichts drinne. Wir haben ein paar Münzen gekriegt, 1000 Münzen, toll, 1000 Münzen nützen uns überhaupt nichts. Da hätten wir schon lieber so einen blauen Spieler drin, da bin ich ehrlich. Die lösen wir noch ein, zack, und dann sehen wir uns beim nächsten Pack wieder, bis gleich. So, und dann gucken wir mal, weil das geht ja relativ schnell, da brauchen wir ja keinen Cut machen. Das wäre ich, denke ich mal, ja, spontan einfach schneiden, ne, das ganze Video. Erstmal wollte ich mich entschuldigen, dass Team of the Week Prediction und Preisentwicklungsanalyse nicht kam. Denn wir haben drinne Holtby, ich könnte ausrasten, ja, ich hatte relativ viel Stress in der Uni und deswegen habe ich mir gesagt, Uni geht dann einfach dort mal vor und ja, deswegen kam es nicht. Deswegen seid mir nicht böse, nächste Woche kommt es wieder, ganz klares Ding, den Rest stoßen wir ab, nee, oder doch, doch, genau, den stoßen wir ab und jetzt machen wir die Packs relativ schnell und zügig, damit ihr erstmal die Erklärung hattet, hier, warum nicht so viele Packs gekommen sind. Zack, nächstes Pack ist losgegangen, gestartet. Guck mal rein, es ist, oh mein Gott, es ist Odic, oh mein Gott, kotzt mich das an. Trapp, oh, Hilfe, komplettes Abschlusspack, komplettes Abschlusspack. Wir sehen uns beim nächsten Pack wieder. Hey, hört mir auf, es ist sinnlos, es ist einfach nur sinnlos, was EA jetzt hier macht. Wisst ihr was? 15.000er jetzt oder nie. Jetzt oder nie. 15.000 Münzen Pack. 7 seltene, 24 Objekte. Der Ball dreht sich. Team of the Season ist auf dem Pack. Und wir gucken, es ist Dembele. Oh geil, 81er Rating. Es ist doch klasse, was hier alles so los ist. Fuck you, AA. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Pack wieder. Bis gleich. So, nächstes Pack. Wir hoffen natürlich wieder auf einen guten Spieler. Haben immer noch 83.000, jetzt nur 68.000 Münzen. Uiuiuiui. Was machen wir nur mit unseren Münzen? Und wieder haben wir hier nichts drin. Milner, wollt ihr mich denn komplett verarschen, ey? Komplettes Abstoßpack. Wieder mal. Guckt euch diese. Oh nein, ey. ZOM, nichts. Nichts. Die lösen wir ein und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Pack. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Gucken wir mal, was wir jetzt drin haben. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, was habt ihr denn bis jetzt gezogen in den letzten drei Team of the Seasons, ja? Und wie viel habt ihr überhaupt schon verzogen an Münzen? Das würde mich mal interessieren. Godin, es ist doch einfach nur traurig, ja. Viele Spieler, viele seltene Spieler auch. Kabul ist vielleicht was wert. Evans nichts mehr wert. Fletcher nichts mehr wert. Godin nichts mehr wert. Es ist zum Heulen, EA. Es ist zum Heulen. Powerhouse nehmen wir noch mit und dann sehen wir uns gleich wieder. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, welche Spieler ihr so in den Packs hattet. Bis gleich. So, 60.000 Münzen haben wir noch. Das sind insgesamt noch 4 15k Packs, die werden wir alle öffnen. Scheiß drauf, ey. Münzen braucht eh keiner.
was soll's, hauen wir alles weg. Wir hoffen natürlich auf einen guten Spieler, was ähnlich eh passieren wird. Wähler hier, klasse, 82er Gesamtrating. Yay, yay, klasse, yay. Gib uns mehr von diesem Scheiß, geil. Hier, guckt euch das an. Guckt euch das an. Hier, den können wir noch auf dem Transfermarkt anbieten. Es ist einfach nur traurig. Weiter geht die wilde Fahrt. Was haben wir drinnen? Noch drei Team of the Season Packs. Und dann gucken wir, was noch übrig ist. Mal gucken, was wir dann noch ziehen können. Mal gucken. Der Ball dreht sich überspringen. Fuck you, Bitch. Und es ist doch unglaublich. Es ist unglaublich, was uns ihr hier leistet. Und liefert. Klasse. Macht da weiter. José Mourinho. Bester Mann. Oh mein Gott, ey. Ich frage mich, weiß nicht, ob ich so viel Pech überhaupt verdient habe, oder? Also bitte schreibt mal in die Kommentare und bitte schreibt nicht so viel, dass ihr richtig gute Spiele hattet, weil ihr seht, was bei mir ungefähr gerade rauskommt. Ungefähr nichts. Danke, EA. Danke. Tja, noch 5 Sets verbleibend bei den 15.000ern. Ich gucke jetzt mal nicht hin, ich mache jetzt einfach die Augen zu und hoffe einfach auf einen guten Spieler. Wenn nicht, dann nicht. Aber was soll ich denn erwarten? Denkt ihr echt, ich ziehe jetzt hier noch einen Team of the Season oder irgendeinen Team der Woche Spieler, das könnt ihr doch vergessen. Ich öffne bei 3, 2, 1 meine Augen und es ist drinnen. Wow, Inler. Inler ist auch richtig viel wert. Team Fitness, klasse, ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich bis jetzt gezogen habe, die Team Fitness. Ey, Jungs, ich verstehe es nicht, warum ich überhaupt noch Packs ziehe. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Guckt euch diesen Dreck an, den ich hier ziehe. Ja, wir sehen uns gleich beim nächsten Pack wieder. Ja, ja, das letzte 15k-Pack. Ich habe keine Lust mehr, weil ich einfach 120.000 Münzen in die Packs baller für euch. Mache ich das gerne, aber wir haben hier einen Non-Rare-Spieler. Das ist doch klasse. Dann machen wir weiter. Ihr leckt mich alle mal tierisch am Arsch, ey. Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Wertvollste ist die Team-Fitness-Karte. Die wertvollste ist einfach die Team-Fitness-Karte. Das kann mir doch keiner erzählen, dass der wertvollste Spieler eine Team-Fitness-Karte ist. Ja, klasse, wir haben jetzt noch genau 8000 Münzen. Ich denke, wir kriegen nochmal 2000 durch die Abstoßwerte. Da ziehen wir jetzt noch einen 7,5er. Und dann hoffen wir einfach, dass wir dann nochmal einen schönen, guten Non-Rare-Spieler drin haben. Ne? Das ist nochmal wichtig, ne, für unseren Aufbau. Zack, komm, hauen wir rein. Messi drauf, Messi drin, fuck you, ey. Es ist doch sinnlos, es ist einfach sinnlos. So ein Ronaldo oder nö, nö, muss man ja ohne, warum auch? Hier, zack, Barrientos, klasse, klasse, ey. Gebt mir mehr von diesem Scheiß, gebt mir mehr. Ach, fickt euch, ohne Mist, ey. Da kommen bei mir Emotionen hoch, es tut mir leid, aber man macht hier so viel, man macht Pack-Openings bis zum Ende und dann kriegt man hier nichts außer eine Karte, eine Team-Fitness-Karte, die am meisten wert ist. Ohne Mist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. 25 Likes würden mich freuen. Ich bin raus. Keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt noch Pack-Openings mache. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Ultimate Aussie. Macht's gut. Ciao.